Also, weiter geht's mit dem sehr interessanten Teil, den ich in den letzten Videos zu Beziehungen und Beziehungsdynamiken schon mal angeteasert hatte. Und zwar, dass es in unserer heutigen Zeit, in der Gesellschaft, in der wir leben, die Tendenz gibt, Beziehungen, vor allem Liebesbeziehungen, eher als Projekt zu sehen, da so einen Leistungsgedanken mit reinzubringen und sich dementsprechend innerhalb der Beziehung gar nicht mehr so wirklich zu verbinden, sondern eher darauf Wert zu legen, dass das Ganze auch stabil und nach außen hin eine klare Form hat. Dass diese Tendenz, also diesen Performance-Gedanken, der damit schwingt, eher von den Männern initiiert wird. Also das Abspalten von einem selbst, das Unterdrücken von Gefühlen hin zu Funktionalität, hin zu etwas, das funktionieren muss, das so und so angegangen werden muss und nicht mehr wirklich menschlich ist, nicht mehr Schwäche erlaubt, nicht mehr Gefühle erlaubt. Das ist irgendwie so eine Tendenz, die vor allem bei Männern sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Warum, das ist nochmal eine andere Frage. Ich habe da irgendwann mal ein sehr interessantes Video von Gerald Hüther zugesehen. Gerald Hüther ist ein bekannter Neurowissenschaftler, der dazu gesagt hat, dass Männer von ihrer Konstitution her eigentlich das schwächere Geschlecht sind. Also dadurch, dass wir nur ein X- und ein Y-Chromosom haben und nicht wie die Frauen zwei X-Chromosomen, sind unsere Zellen nicht ganz so stressresilient, wie das bei Frauen der Fall ist. Das heißt, unsere Zellen werden viel, viel schneller in Erregung versetzt und dementsprechend sind wir dann auch schneller in irgendwelchen Stresskompensationsmustern, die bei uns Menschen immer darauf hinauslaufen, sich von sich selbst und seinen Gefühlen abzuspalten und nur noch zu gucken, dass man irgendwelche Stresssituationen möglichst klar, sachlich, rational löst und nicht mehr so viel darüber nachdenken, wie geht es mir jetzt gerade. Das war früher mal eine sehr, sehr sinnvolle Funktion. Wenn du jetzt zum Beispiel im Wald von einem Bär angegriffen wirst, dann macht es keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen, so, wie geht es mir jetzt, wie geht es dem Bär, macht das alles hier auch wirklich Sinn für uns, sondern es ist eher so, scheiße, Mann, was mache ich jetzt klar, faktisch, damit ich aus der Situation hier gut rauskomme. Wie gesagt, hat damals viel Sinn gemacht, macht heute und vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen keinen besonders großen Sinn mehr. Nur ist eben schwer abzulegen, wenn auch unsere sonstigen alltäglichen Situationen, sprich Arbeit und alles, was wir sonst so schaffen, leisten und meistern müssen, auch so einen Anspruch daran haben, dass wir sehr, sehr klar, sehr, sehr rational, sehr, sehr weit weg von unseren Gefühlen sind und eigentlich nur noch funktionieren. Das heißt, es ist sehr schwierig, diesen Weg zurückzufinden, wenn es dann mal in die Bereiche des Lebens geht, die eigentlich für Nähe und Intimität gedacht sind. Es ist sehr, sehr schwer, da diesen Funktionsmodus abzuschalten und dann sich wirklich als Mensch zu verbinden. Und das fällt, wie ich finde, Männern deutlich schwieriger als Frauen. Also wenn man Männer danach fragt, so kennen wahrscheinlich die meisten Frauen und die meisten Männer von sich aus Gesprächen auch selbst, wie es so um sie und ihre Gefühle steht, dann ist da wirklich gar nicht mal so viel, was man in Worte fassen könnte. Ich kenne das von mir selber noch. Damals, ich hatte auch ein Leben lang einfach nur danach gelebt, möglichst erfolgreich, möglichst viel zu schaffen, möglichst krass zu sein, damit ich mich eben nicht damit diesem ganzen Quatsch beschäftigen muss, sondern dass einfach von alleine alles läuft. Und erinnere mich dann aus dieser Zeit an Gespräche, die um Gefühle und auch eben um Teile geht, die nicht ganz so schön sind, das heißt Schwäche, Ängste, Sorgen. Ich hatte keine Ahnung, wovon die Leute sprechen. Ich musste mir wirklich irgendwas ausdenken. Ich war mir wirklich ganz, ganz lange sicher, ich hätte diese ganzen Gefühle, diese ganzen Sorgen gar nicht. Das wäre alles irgendwie Wischiwaschi, Weiberkram, bis dann irgendwann einmal der Damm gebrochen ist und ich so, oh, Scheiße, Mann, da ist noch eine Menge mehr als bei den meisten tatsächlich. Aber dieser Weg zurück zu zwischenmenschlichen Verbindungen, die eben eher dafür da sind, sich wirklich kennenzulernen als Mensch. Und Menschen, wie gesagt, basieren größtenteils, menschliches Verhalten, menschliches Sein basiert größtenteils auf Gefühl. Dieser Weg, der ist einer, den Männer, glaube ich, maßgeblich vorgehen müssen, weil die eben auch schon sehr, sehr weit in die andere Richtung gelaufen sind. Das soll natürlich nicht heißen, dass Frauen davon komplett frei werden. Würde ja auch keinen Sinn machen, weil sonst wenn wir mit dem Scheiß ziemlich alleine. Es ist mittlerweile tatsächlich sehr, sehr viel der Fall, dass Frauen sich selbst und ihren Partner bewerten. Also diese High-Value-Man, High-Value-Woman, was man jetzt viel so aus den USA mitbekommt, die Begrifflichkeit, finde ich auch in unseren Kreisen sehr, sehr, sehr stark, wie das mittlerweile übernimmt, dass man da nur noch guckt, so,
Und was hast du so alles erreicht? Und was kannst du? Was leistest du so? Wer bist du? Das war eine komische Frage eigentlich. Und gar nicht mehr, wie fühle ich mich mit dir? Und was kann ich von dir wirklich, also als Mensch, lernen und nicht einfach nur, was erzählst du den ganzen Tag für einen Quatsch? Ist mittlerweile eine Tendenz, die natürlich auch Frauen irgendwo angenommen haben, die Frauen aber auch sehr, sehr gerne, sehr, sehr schnell ablegen, wenn der Mann das nicht ganz so stark an den Tag legt. Das heißt, in jetzt zum Beispiel Dating-Kontexten, wenn eine Frau mitbekommt, dass du diesen Film nicht fährst, auch wenn sie da doch irgendwie drauf geprimed ist, dauert das nicht besonders lange, bis sie dann irgendwie so diese innere, fast schon Erleichterung hat und sie sagt, oh Gott sei Dank brauche ich jetzt hier nicht wieder mich selbst und den anderen zu bewerten und abzugleichen, sondern kann mich mal entspannen und verbinden. Das ist eben eine Sache, die Frauen viel, viel mehr entspricht. Das heißt, das ist ein ganz klares Call-out an die Männer. Es geht irgendwie darum, wieder zurück zu den natürlichen sozialen Eigenschaften, ja, wichtig, Eigenschaften, nicht Fähigkeiten, zu kommen, die man da als Mann hat. Und da ist eben der Weg meiner Meinung nach nicht der darum, diese verdeckten oder verlernten Eigenschaften irgendwie zu kompensieren durch neue Fähigkeiten. Das ist immer so ein bisschen der Witz, wenn zum Beispiel jetzt Fähigkeit offene Kommunikation propagiert wird und du musst echt mal daran arbeiten, dass du mehr über deine Gefühle redest, dann ist der erste Schritt, den einsichtige Männer oder vielleicht auch mal ein bisschen Widerwillen da gehen, sich irgendwie damit zu beschäftigen, okay, was wollen die denn jetzt hören? Was muss ich denn jetzt können, damit das so aussieht, als ob ich ein Mann bin, der über seine Gefühle sprechen kann? Jetzt stellt sich ganz selten die Frage, warum kann ich denn nicht über meine Gefühle sprechen? Ich hatte, wie im letzten Video, glaube ich, auch schon erwähnt, mal neulich ein Gespräch mit jemandem, der von Haus aus immer beigebracht bekommen hat, dass ehrliche und offene Kommunikation, dass Gefühle etwas sind, das schlecht ist, dass Schwäche bedeutet und Schwäche durfte da nicht sein. Dementsprechend hat diese Person gelernt, seine eigenen Gefühle zu unterdrücken, seine eigenen Gefühle abzuspalten und damit eben nicht mehr zu kommunizieren, damit nicht mehr raus in die Welt zu gehen. So, jetzt war aber dann der Ansatz der Person, um diesen Gap, der sich dann natürlich in der Ehe und in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen sehr, sehr negativ bemerkbar gemacht hat, wo es dann irgendwie darum irgendwann rauskam, so, hör mal, du bist irgendwie innerlich total leer, da ist nichts, so, das ist alles so hart und alles so unmenschlich, da fühlt man sich nicht wohl. Um das zu kompensieren, war dann nicht der Weg, okay, ich muss irgendwie gucken, was habe ich damals falsch gelernt und wie kann ich das wieder verlernen, um meine natürliche Eigenschaft zur offenen und ehrlichen Kommunikation, was Menschen eigentlich von Natur aus tun, wie kann ich die wieder freisetzen, sondern es war so, okay, welche Fähigkeit kann ich mir aneignen, um dann wieder jemand zu sein, der offen kommunizieren kann. So. Ganz, ganz schwieriger Ansatz ist, wie gesagt, auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Therapie und Coaching, wo es beim Therapeutischen darum geht, zunächst einmal, bevor man sich irgendwelche Fähigkeiten aneignet, was ich nicht per se als negativ bezeichnen möchte, Fähigkeiten sind wichtig, um sich selbst auszudrücken, Fähigkeiten sind wichtig, um wer man ist, auch mit der Welt gut zu kommunizieren. Das ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit für uns Menschen. Aber zunächst einmal ist es noch wichtiger zu verstehen, dass diese Tendenz dazu, diese Eigenschaft von Grund gegeben ist. Und wenn da irgendwas drüber liegt, wie zum Beispiel in dem Beispiel jetzt gerade Sachen, die man gelernt hat, die in die falsche Richtung gehen, wie zum Beispiel seine Gefühle nicht kommunizieren zu müssen, zu dürfen, zu sollen, damit man stark und den Eltern einfach gefällt. Diese Sachen zu verlernen, ist das, was die Therapie macht. Im ersten Fall geht es darum, so, hör mal, was wurde dir denn damals beigebracht? Und glaubst du auch heute noch, dass das irgendwas Sinnvolles für dein Leben ist, wie zum Beispiel mit deinen Gefühlen, dich zu verstecken? Glaubst du, das ist eine gute Sache? In der Regel ist die Antwort nein. Und dann kann man über diesen therapeutischen Prozess dieses falsch gelernte Verhalten wieder ablegen. So, wenn das einmal weg ist, ist man sozusagen als Mensch wieder frei davon und kann sich eben auch frei entscheiden, welche Fähigkeiten möchte ich mir jetzt aneignen. Wenn es aber so ist, dass dir diese Blockade sozusagen, die dir zu deiner persönlichen Eigenschaft zugefügt wurde, wenn diese Blockade bestehen bleibt und du dann mit den Symptomen, die dieser blockierte Ausdruck mit sich bringt, diese Symptome bekämpfen möchtest, indem du wieder dieselbe Fähigkeit, die du eigentlich schon als Eigenschaft hast,
dir neu auferlegst, ist das wieder nur das nächste Ding, was du lernst. Also du legst die nächste gelernte Schicht über irgendetwas, was du eigentlich schon falsch gelernt hast, und wirst in dir innerlich so eine gewisse Zerrissenheit erzeugen. Dadurch, dass auf der einen Seite du verstanden hast, okay, ich muss offen kommunizieren, ich möchte jetzt lernen, offen zu kommunizieren, aber nicht das abbaust, was dich davon hindert, offen zu kommunizieren, wird es im besten Fall, also beste Fall, wenn diese Fähigkeit gelernt wird, immer diesen inneren Kampf geben, ja, ich kann das doch, ich muss das doch machen, ich schaffe das und ich will aber eigentlich nicht. So, und das ist diese innere Zerrissenheit, das, was man als unauthentisch bezeichnet. Das heißt, man sieht, diese Person macht das irgendwie, gibt sich Mühe, aber die will das eigentlich gar nicht. Das entspricht der gar nicht wirklich, weil in der viel tiefer liegenden Schicht etwas ganz, ganz stark dagegen geht. Und so hat man ganz viele Menschen, die mittlerweile zwar super empathisch, super gefühlvoll, super nett und super sozial sind, aber das irgendwie alles so ein cringen Robotercharakter hat, oder das einfach nur noch so nachgeplappertes Zeug ist und nicht mehr den Menschen wirklich entspricht, was die Ebene tiefer liegt, ne? Also natürlich über dem, was dann nochmal darunter liegt, aber die Ebene tiefer liegt eher so ein, ne, ich will das eigentlich gar nicht, ich muss das jetzt hier nur machen, um in dieser Happy Dappy Good Vibes Only Welt mitgehen zu können. Von daher wäre da mein Ansatz an alle, die das Gefühl haben, ich bin da in meinen sozialen Fähigkeiten irgendwie blockiert, nicht zu sagen, okay, ich suche mir jetzt einen Weg, der das kompensiert, einen Weg, der irgendwie meine sozialen Fähigkeiten als nicht blockiert darstellt, sondern wirklich sich mal zu fragen, warum bin ich denn blockiert? Wichtig auf jeden Fall ist diese innere Ausrichtung, nicht etwas kompensieren zu wollen, nicht etwas Neues lernen zu wollen, bevor das falsch Gelernte erstmal weg ist. So, viel geredet. Ich hoffe, der Punkt ist klar. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant und wichtig. Würde mich wie immer freuen, wenn ich dazu ein bisschen Feedback bekomme, damit ich das hier noch besser anpassen kann. Und wenn es dir alles schon so gefallen hat, dass du sagst, perfekt, dann gerne Daumen hoch und abonniere den Kanal. Us.